2 Minuten für Dino wird präsentiert von Sporttipp. Duritsch, wie es bei uns daheim heisst, oder eben Zürich, ZSC Lions, Sapperlot, also mit dem Manuel Del Curto geht da gar nichts. 5 Niederlagen in 8 Spielen, das hätten sie unter dem Serge oben auch können. Sag jetzt mal, man hat sich da ein bisschen verkalkuliert, glaube ich. Auch wenn man jetzt sagt, ja gut, Meister werden kann man immer noch. Aber die Ansprüche an eine Spitzenmannschaft sind eben auch Spitzen zu sein während der Qualifikation und sich dieser Leistungskultur zu stellen, wenn es dann in den Playoffs geht, auf einem Spitzenrang, wie das der SCB zum Beispiel jetzt macht. Gibt auch mehr Druck nachher, ist klar, aber das gehört dazu. Wenn man sich dazu entschließt, als ZSC Lions immer wieder 6., 7., 8. zu werden, dann kann man das auch mit einem halben Budget machen. Also für das muss man nicht so viel Geld ausgeben. Die Spitzenmannschaft, die als Spitzenmannschaft gezahlt wird, die muss Spitze sein. Und das bringt der Arno bis jetzt nicht her. Servet, meine Ex-Mannschaft mit dem Chris McSorley. Oh la la! Würde ich da sagen. Auch ein bisschen verkalkuliert. Nicht einmal gleich gut wie letztes Jahr, wo man sich unter dem Craig Woodcroft sehr schwer getan hat mit dieser Meisterschaft, aber immerhin Playoffs geschafft hat. Im Moment sieht es gar nicht gut aus. Und in Game vermehren sich die Stimmen, dass wenn man Playoffs verpasst mit dem Chris McSorley, dass es ihm dann wieder in den Kragen geht. Finde ich keine gute Entscheidung. Irgendwie aber nachvollziehbar, weil irgendwo steckt man da einen Sumpf fest und in diese Bredouille hat die Mannschaft ganz klar den Chris McSorley gebracht. Bianco Neri. Lugano zeigt fantastische Leistungen, sitzt in Not, sind eine Haufen Verletzte, der Trainer unter Druck. Aber was mir wirklich gefällt, ist, es wird nicht gejammert, es wird nicht verzagt, sondern man geht mit Elan hinter die Aufgabe, mit Esprit, mit Verve und hat 2 Spiele in Serie zu 0 gewonnen. Und jetzt kommt am nächsten Freitag das wichtigste Derby seit der Finalserie 99. Lugano in Ambri. Da kann man sich auf etwas gefasst machen. Und wenn die Tessiner so weitermachen, beide, dann haben wir am Schluss beide in den Playoffs. Und das wäre wirklich grande. Zwei Minuten für Dino ist präsentiert worden von Sporttipp.